Also, ihr werdet festgestellt haben, dass ich das aufgehört habe, danach zu fragen. Also, das Thema ist jetzt Themenvielfalt. Wir haben jetzt einen großen Korb aufgemacht, wo jeder seine Wortbeiträge reinlegen darf. Ich persönlich bin der Meinung, dass das sinnlos ist. Aber wir können das halt gerne so weitermachen. Dann mache ich so weiter. Okay. Also Punkt 1 ist, es ist keine Diskussion hier. Ja, aber wenn ich rede, ist kein GO-Antrag, ne? Ihr kennt das. Okay, also Punkt 1 ist, das ist keine Diskussion, hier ist eine Debatte. So funktioniert Debatte auch in Parlamenten, wenn ihr das kennt. Jeder sagt seine Meinung und am Ende soll möglichst viel, also zumindest bei uns Piraten, möglichst viel hängen bleiben bei jedem Einzelnen. Wir hatten jetzt gerade ein Gutachten im Landtag, da steht allerdings noch mal was anderes. Und da war ich ein bisschen erschreckt drüber und mache mir jetzt seit anderthalb Wochen gut extreme Gedanken in eine Richtung, die gerade schon ein bisschen angesprochen wurde, nämlich Krise des Systems. In dem Gutachten steht drin, dass in der modernen Demokratie, dass im modernen Parlamentarismus es gar nicht mehr darum geht, den anderen von seiner Meinung zu überzeugen, von seinen Argumenten zu überzeugen, mit seinen Argumenten zu überzeugen, sondern dass es nur noch darum geht, dass man im kleinen Kreis auskungelt, was man hinterher entscheiden wird und dass am Ende das abgestimmt wird, wo sowieso die Mehrheit vorher schon für war. Und das Parlament ist nichts anderes als eine große, sehr teure Bühne für die Opposition und die regierungstragenden Parteien, sich darzustellen und ihre Position darzustellen. Im Grunde genommen ist das, was wir da in diesem Wahlkampf machen, in diesem Parlament machen, nichts anderes als 5 Jahre lang Wahlkampf bis zur nächsten Wahl. Und da, müssen wir eigentlich dran. Und da habe ich einen Text gelesen und da möchte ich einen Teil von etwas gekürzt euch eben wiedergeben, der sehr gut zu dem Thema passte. Es gab vor ungefähr, vor 3 Jahren gab es bei Telepolis mal eine Reihe, die Demokratien in der Krise. Ich weiß nicht, wer von euch das gelesen hat. Das ist jetzt nicht mein Autor, da gab es ja mehrere, aber es ging auf jeden Fall darum, wo steht die Demokratie im Moment und wie kommen wir aus dem Ganzen raus. Und ich habe einen ganz kleinen Teil davon rausextrahiert und wollte euch das eben vortragen und danach noch 1-2 eigene Gedanken dazu, nämlich aus der Sicht des Landtags. Das dauert jetzt 5 Minuten, es tut mir leid, aber ich finde, der Text ist sehr gut. Also hört ihm zu, er ist sehr gut. Die Demokratie, die heilige Kuh der modernen Welt, befindet sich in der Krise. Und es ist eine tiefgreifende Krise. Im Namen der Demokratie werden alle Arten von Verbrechen begangen. Aus ihr wurde wenig mehr als ein ausgehöhltes Wort, eine hübsche Schale, jeglichen Inhalts oder Sinns entleert. Sie ist so, wie man sie haben will. Die Demokratie, das ist die Hure der freien Welt, bereit, sich nach Wunsch an- und auszuziehen, bereit, die verschiedensten Geschmäcker zufriedenzustellen. Man nutzt sie und man missbraucht sie nach Belieben. Bis vor kurzem, noch in die 1980er Jahre hinein, schien es so, als könnte die Demokratie tatsächlich ein gewisses Maß an echter sozialer Gerechtigkeit gewährleisten. Aber moderne Demokratien existieren lange genug und neoliberale Kapitalisten hatten einfach genug Zeit zu lernen, wie man sie untergräbt. Sie versteht sich meisterlich in der Technik, die Instrumente der Demokratie zu infiltrieren. Die unabhängige Justiz, die freie Presse und das Parlament. Und sie zu ihren Zwecken umzuformen. Ein Zitat von Arundhati Roy, indische Schriftstellerin. Die Demokratien dieser Welt sind erschüttert. Der normale Bürger glaubt mitunter noch, dass es einfach nur eine besonders unfähige Regierung ist, die da gerade am Werk ist. Bei der nächsten Wahl wird alles anders. Und zurzeit haben wir zwar eine Krise, die nächste jagt, aber irgendwann kommen auch wieder bessere Zeiten. Aber alle Demokratien auf der ganzen Welt stehen vor dem gleichen Elend. Denn die Willensbildung ist völlig erstarrt. Die Menschen, die vertrauen der Politik nicht mehr. In den Parlamenten und in politischen Parteien gibt es Hierarchien
und es herrscht eben nicht mehr die Demokratie. Die Volksvertretungen, und das sehen wir im Landtag regelmäßig, nicken Entscheidungen ihrer Regierung einfach nur noch ab und sind keine Kontrollinstanz mehr. Wichtige Entscheidungen werden in Hinterzimmern getroffen. Die politischen Institutionen sind handlungsunfähig, die Politiker taugen nichts und der Staat ist bis über beide Ohren verschuldet. Weite Teile der Bevölkerung verachten diejenigen, die sie regieren. Alle entwickelten Demokratien stehen in einer ähnlichen existenziellen Fundamentalkrise und in der Bevölkerung vieler demokratischer Staaten wächst der Widerstand gegen die Willkür der Repräsentanz. Die wird von vielen nicht mehr als Vertreter des Volkes angesehen. Die Völker der demokratischen Staaten sehen sich von Oligarchien beherrscht, die ihre eigenen Interessen verfolgen und die sind höchst eigennützig. Und sie scheren sich nicht mehr um die wirtschaftlichen, die politischen, die sozialen und die kulturellen Interessen der Menschen, die sie eigentlich vertreten sollen. Die Wirtschafts- und die Sozialpolitik aller entwickelten Demokratien geht in immer stärkerem Maße an den Bedürfnissen der Bevölkerungsmehrheit vorbei und richtet sich zunehmend auch gegen die eigene Bevölkerung. Das Beispiel Hartz IV haben wir gerade gehört. Die Zweifel mehren sich, ob die herrschenden Demokratien überhaupt noch handlungsfähig sind. Denn die eigentliche Krise ist die Krise der repräsentativen Demokratie. Die strukturellen Schwächen dieses Ordnungssystems treten heute so krass zuvor wie nie zuvor. Bin gleich fertig. Eine erfolgreiche Krisenbewältigung würde einen radikalen Politikwechsel erfordern. Das aber können auf Wahlerfolge und auf Mehrheiten fixierte Parteien nicht leisten und das systembedingt. Und das erklärt auch, warum dringende Reformen unterbleiben und Schulden angehäuft werden. Der Reformbedarf ist immens. Bisher haben alle Demokraten immer geglaubt, kein Ordnungssystem sei so fähig, sich selbst zu reformieren wie die Demokratie. Aber der Zustand der Demokratien in unserer Welt zeigt uns das Gegenteil. Das System ist in Unbeweglichkeit erstarrt, die Krise der Demokratie ist tatsächlich da. Viele hoffen noch immer, dass Demokraten die Probleme dieser Gesellschaften besser lösen als Diktatoren. Das läuft aber auch nur auf die vage Hoffnung hinaus, dass es weiter gut gehen wird, was in der Vergangenheit schon schiefgelaufen ist und nicht funktioniert hat. Es bliebe dann nur das Vertrauen, dass die demokratischen Institutionen und ihre Repräsentanten alle Probleme doch noch irgendwie lösen können. Doch genau dieses Vertrauen ist verloren, denn es sind eben diese Repräsentanten, die all diese Probleme selbst geschaffen haben, die sie jetzt nicht lösen können. Wie gesagt, das Ganze ist ein Telepolis-Artikel. Und als ich das gelesen habe, habe ich ein großes Problem gehabt. Ich höre diesen Text oder ich lese diesen Text und ich verstehe als einer der 18 Insider, die wir in dieser Landtagsfraktion haben, haargenau, was da steht. Da steht, dass die Mehrheiten eben nicht mehr öffentlich gefunden werden, dass dieses Gutachten Recht hat. Es steht eigentlich vorher fest, was hinterher abgestimmt wird. Da steht, dass Piraten im Landtag noch so viele Anträge stellen können. Am Ende ist das alles nur Show und am Ende wird alles nur abgelehnt. Da steht, dass die Offenheit und die Politik der ausgestreckten Hand, die wir 2012 erlebt haben, als man noch Angst hatte davor, dass Piraten mit diesen 10%, die sie in Umfragen haben, wirklich irgendwem Prozente wegnehmen könnten, dass das alles nur Show war und dass wir uns von den Profis haben in die Tasche stecken lassen. Ich glaube, dass diese Partei, diese Ansammlung von Menschen, die sich nur deswegen in einer Partei wiederfindet, weil wir gar keine andere Möglichkeit haben und hatten, in diesem System eine gemeinsame Stimme zu finden, dass wir wieder das werden sollten, was wir 2012 bei diesem Wahlkampf, bei diesen Aussagen, die wir in der Öffentlichkeit getroffen haben, mal waren. Wir gegen die. Ich habe einen schönen Spruch gelesen. Der kommt aus Schleswig-Holstein, war Vorschlag für ein Plakat da. Ist nicht genommen worden. Finde ich eigentlich schade. Ich kann sagen, also die Öffentlichkeitsarbeit der Partei und manche Plakate waren wesentlich schlimmer als das. Denn es wäre ein Plakat gewesen, da steht nur drauf, nicht ganz so scheiße wie die anderen.
Und ich habe heute Morgen im Radio gehört, dass die Stimmung heute Morgen eher so Intensivstation war. So ist es im Radio auch gesagt worden. Die Partei ist nicht tot, aber sie liegt auf der Intensivstation. Super, dann können die Pflegekräfte jetzt aufjubeln. Vielleicht haben wir ja auch genug Pflegekräfte, die die Partei aus der Intensivstation holen. Ich würde mir das wünschen, aber viel, viel mehr würde ich mir wünschen, dass wir uns wieder verstehen. Und die Stimmung jetzt ist besser und das freut mich, dass wir uns wieder verstehen als eine Ansammlung von Menschen, die Spaß daran hat, das System, wie es läuft und wie wir es scheiße finden, zu kritisieren und zu sagen, wo es besser geht. Und zwar nicht... Und zwar nicht, und das zu dem vorletzten Redebeitrag, nicht, weil wir im nächsten Wahlkampf über die 5%-Hürde kommen wollen. Nicht, weil uns die Wählerstimme, die einzelne, wichtig ist, sondern weil es uns wichtig ist, dass wir in Zeiten des Wahlkampfs auf die Menschen zugehen können, dass wir die Chance haben, dass die Leute auch zuhören, weil sie sich ja nur alle 4 oder 5 Jahre wirklich für Politik interessieren, nämlich dann, wenn sie ihr Kreuzchen irgendwo machen können. Dass wir diejenigen sind, die sagen, ihr müsstet euer Kreuz viel öfter machen können. Wir wollen, dass Volksbefragungen stattfinden. Wir wollen, dass über eine zum Beispiel neue Verfassung in Nordrhein-Westfalen eine Abstimmung aller Bürger in Nordrhrhein-Westfalen, aller Wahlberechtigten, derer man habhaft werden kann, durchgeführt wird, damit wir hinterher übrigens mehr Wahlberechtigte haben, weil wir ja fordern, dass die Ausländer, die länger hier leben, auch entsprechend mitwählen dürfen. Wir wollen, dass die Menschen sich für Politik interessieren. Wir sind diejenigen, die gesagt haben, denk selbst und bring dich ein und rede mit. Wir wollten ein Update für das System sein. Und ich glaube, dass wir als Partei natürlich das Vehikel haben, auch in den nächsten Landtag wieder einziehen zu können. Und da immer weiter zu sagen, wir sind der Stachel in eurem Fleisch. Aber am Ende ist nicht unser Ziel, eine Regierungsbeteiligung zu haben, Jochen. Deswegen habe ich das auch gerade gesagt. Am Ende ist unser Ziel, dass wir dieses System, wie es im Moment läuft und wie es im Moment erstarrt ist, umbauen, abschaffen und etwas Besseres installieren. Wir haben gute Ideen. Wir sind nicht perfekt, das gebe ich zu. Und wir haben ein Programm, da sind so viele Lücken drin und man müsste noch hier arbeiten und da arbeiten. Und dass wir immer noch hier auf dem Landesparteitag sitzen, wo wir am Ende diskutieren über Punkte, anstatt dass es einen fertigen Text gibt, der irgendwo online erarbeitet wurde mit diesen Tausenden von Tools, die wir haben, dass wir uns nicht einigen können, dass wir uns nicht nur deswegen treffen, damit wir so lustige Debatten machen wie jetzt und am Ende einfach nur sagen, hey, übrigens, wir haben da noch einen Tagesordnungspunkt, haben wir ganz vergessen, das Paket Wahlprogramm ist fertig, hebt ihr mal eben bitte pro forma die Hände und dann ist gut, weil jeder hat schon daran mitgearbeitet und jeder hat schon seine Ideen eingebracht. Das ist schade und das wollen wir ändern. Und es wurde gerade wieder von der SMV geredet, ja, wir schaffen das irgendwann auch, so wie Frau Merkel das sagt mit den Flüchtlingen, wir schaffen das irgendwann mit unseren Tools, mit unserer Online-Beteiligung. Aber es ist gar nicht so wichtig, finde ich, ob wir dieses Tool haben oder nicht. Und wir sollten uns auch nicht reinreden lassen, na guck mal, ihr hattet nur die Ideen und ihr habt es irgendwie nicht besser gemacht als die anderen. Ja, das kann sein, dass wir es noch nicht umgesetzt haben. Entweder es lag an Zeit oder es lag an Mitteln oder die richtigen Leute waren noch nicht da. Aber die Idee ist in die Welt gesetzt und die Idee kann wachsen. Und das ist das Wichtige. Wir sollten unsere Ideen wieder nach vorne stellen und wir sollten unsere Ideen diskutieren. Jetzt im Wahlkampf und egal, wo wir der Leute habhaft werden. Leute, zeigt bitte da draußen, dass die Piraten nicht tot sind. Dass 0,4% in Baden-Württemberg auch an dem verkackten Wahlsystem in Baden-Württemberg liegt. Und dass es am Ende diese 1% Stammwähler, die wir im Moment noch haben, dass die es verstanden haben, da habe ich keinen Zweifel dran. Aber dass wir es auch denen zeigen müssen, und jetzt noch ein letztes Bienennest, damit ihr nicht so völlig begeistert seid, dass wir es auch denen zeigen müssen, die jetzt die AfD gewählt haben. Und zwar nicht, weil sie irgendwelche rechten Vollidioten sind, sondern weil sie Vollidioten sind und weil sie einfach nur der Politik sagen wollten, so geht's nicht weiter. Die haben keine Ideen, diese blaubraunen. Wir haben Ideen und diese Ideen müssen wir wieder raustragen. Und ich danke euch, dass ihr hier seid, dass ihr noch da seid, dass ihr noch mitmacht, dass ihr arbeitet, egal wo, im Land, im Bund, ob ihr in einem Parlament sitzt, in einem Gemeinderat. Ich danke euch, dass ihr das Ganze noch macht. Und ich wünsche mir, dass wir das bis zum Wahlkampf noch so vielen Leuten wie möglich sagen und dass wir einfach kämpfen. Und eine letzte Sache noch, wirklich die letzte. Ich habe leider nicht den ganzen Parteitag mitbekommen. Ich weiß nicht, wer schon Westerwelle erwähnt hat. Aber das war der Mann, der in den Big Brother Container gegangen ist,
das war der Mann, der mit diesem Guido-Mobil rumgefahren ist. Der hat auch häufig an diesen 5% gekratzt, aber der hatte den festen Glauben an Dinge, an politische Dinge. Die müssen nicht immer auf meiner Linie gelegen haben, aber einen Respekt möchte ich ihm zollen. Der Mann hatte den Glauben, dass das, was er tut, richtig ist und dass das gut ist und dass das besser ist. Ich glaube das auch. Und auch ich schreibe mir 8% unter die Schuhe und gehe damit zur Not in Big Brother Container, wenn das dazu beiträgt, dass wir mit unseren Ideen weiter in diesem Land vorankommen. Danke.